Unwürdig wie so viel von Magrats Anhängern, fürchtet sich vor den Prüfungen ihrer Gottheit. Wenn Magrat zu ihr spricht, dann um dem Leben einer Heuchlerin ein schnelleres Ende zu bereiten. Und diese Vision ist gewiss eine Todesfalle für die Schwachen. Ich würde gerne mehr über diesen Tempel hier erfahren. Magrat ist die am meisten verehrte Göttin der Dürrwälder, deswegen ist es nicht überraschend, dass ihr Tempel gleichzeitig Teil des Palastes des Dux ist. Ihre Feuer symbolisieren Prüfungen, Revolutionen und das Lodern neuer Pfade. All dies ist für uns von Bedeutung. Sie deutet auf die Statue. Dies ist der erste der heiligen Scheiterhaufen. Wenn dieser entzündet ist, dann brennen auch die anderen in der Stadt. Noch was? Welche Bedeutung haben die heiligen Scheiterhaufen? Sie symbolisieren Magrats Macht und Führung und momentan muss den Menschen von Trussbruch ihre Präsenz versichert werden. Sie verschränkt die Arme und starrt auf die Statue. Unsere Nachbarn in den Valianischen Republiken betrachten uns als Abergläubige. Wir sind aber einfach nur empfänglich für die Zeichen und Warnungen der Götter. Auf Wiedersehen. Asche des Glaubens ist eine richtige Aufgabe. Für gar ruhige, begeisterte Magrats wurde durch die Hohlgebotenkrise in Trutzburg in ihrem Glauben erschüttert. Dementsprechend war sie nicht in der Lage, die heiligen Feuer der Stadt am Bein zu halten. Sie sind ein Symbol für Triumph und Schutz und war noch nie so wichtig wie heute. Fürger hatte Visionen über eine Höhle an einem Ort mit mehrfarbigen Becken und einem steilen Wasserfall. Sie glaubt, dass dort etwas ihren Glauben wiederherstellen würde, doch sie glaubt auch, dass etwas anderes dort versuchen wird, sie zu töten. Wenn ich diesen Gegenstand für sie finden kann, dann könnte sie ihren Aufgaben wieder nachgehen und die heiligen Feuer von Trutzbruch wieder zum Leben erwecken. Fürger wusste nicht, wo sich der Ort aus ihren Visionen befinden könnte, doch jemand in der Expeditionshalle könnte das wissen. So, der wollte was aus den Archiven hier wissen. Hier ist auch abgeschlossen. Während der Ratssitzung hält, dürfen Sie das Audienzzimmer nicht ohne Einladung betreten. So, Archivar. Yes? Good day to you. Ein schweigsamer Mann mit grau meliertem Bart grübelt über einen Wälzer, den er gerade erst aus den Regalen gezogen hat. Er blickt mit übernächtigten Augen zu dir hoch. Ja, kann ich etwas für dich tun? Ich suche nach einem Milizregister aus dem Krieg des Heiligen. Ich versuche herauszufinden, was mit einem bestimmten Milizionär geschehen ist. Ich habe mich nur ein bisschen umgesehen. Nehmen wir das erste. Der heißt, man räuspert sich. Wir hatten schon mehrere Anfragen über solche Informationen. Ich befürchte, dass wir den Zugriff für die Allgemeinheit sperren mussten. Anscheinend gibt es im Dürrwald noch immer etliche Leute, die Rezeranern gegenüber Feindseligkeiten hegen. Ihren Namen einfach an ihn auszugeben, der danach fragt, wäre unmöglich. Viele von ihnen haben sich hier als Flüchtlinge niedergelassen. Wenn du in Trutzbruch bekannter wärst, würde sie sich anders verhalten. Ich habe aber keinen Grund zur Annahme, dass du dich in irgendeiner Form von den anderen unterscheidest. Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Ich muss nur etwas über meinen Bruder herausfinden. Mir ist nicht mal, für welche Seite er gekämpft hat. Ich bitte um Verständnis, aber ich habe schon viele derartige Geschichten gehört. Ich fürchte, ich kann nichts für dich tun. Gut, das heißt, unser Ruf... Goldteil ist überwältigend gut, sind wir Meister. In Trutzbruch sind wir eher neutral gerade. Die meisten besiegten Feinde hat Edea. Wie viele habe ich? 72, okay. Älterer Löwe. Unsere Reputation ist nichts Negatives bis jetzt. Am häufigsten bewusstlos. Du willst so. Also für Edea können wir hier erstmal noch nichts tun. Dann geht es ab in Burgschmelztiegel. Weil ich werde jetzt nicht einfach anfangen, die Stadt nach und nach abzuklappern. Wir verlangen, den Duke zu sprechen. Adair, you have said you fought in the Saints' War, but for which side? The one that blew up my god. I didn't mean anything by it.
I imagine a man with a head made of fire and light could be very convincing. Funny thing about Dear Woodens. With all that fire and light, they just treated him like another authority figure. Okay. Also erstmal, was haben die da gesagt? Wir verlangen, den Duke zu sprechen, sagt der Justitia. Herzogtum beräuchtet euch, sonst bekommt ihr meinen Klingenrücken zu schmecken. Okay, der ist schon mal sehr nett. Und ja, Edea und Kanna. Kanna fängt an. Edea, du meintest, du hättest im Krieg des Heiligen gekämpft, aber auf welcher Seite? Der meinen Gott in die Luft gejagt hat. Ich habe gar nichts Böses damit gemeint. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mann mit einem Kopf aus Feuer und Licht äußerst überzeugend sein kann. Das Komische an den Dürrwäldern. Angesichts all des Feuers und Lichts behandeln sie ihn nur wie eine weitere Autoritätsperson. Kann ich hier was tun? Ich wollte gar nicht hierher kommen, aber in meinem Dorf war es nicht mehr sicher. Bitte entschuldigt mich. Okay. Politics, infighting, greed. And a shrine to Margrin as well. Her clergy belongs there. Politik, interner Zwist, Gier und ein Magran-Schrein. Hier gehören die Priester her. Ja, hier steht auch so eine Magran-Statue. Hier unten steht ja eigentlich auch eine. Also haben wir schon mal zwei Stück hier. So, das heißt jetzt mal ab nach hier. Ein Knabe wird vermisst. Wer etwas über den Aufenthaltsort des Knaben Sterien weiß, möge bitte mit Oda in Ondas Geschenk sprechen. Was macht eigentlich so meine Festung? Noch 10 Stunden. Da kommt als nächstes der Schlafsaal. Dass meine Begleiter, die nicht gerade in meiner Gruppe sind, einen Ort haben, wo sie schlafen können. Auch wenn ich mal denke, dass... Kann ich hier ja nicht gucken. Ich vergesse immer seinen Namen. Unser toller Druide auch gerne im Busch schläft. Was führt dich zur Burg? Howdy-do. Justitiar Altmar. Altmar wirft dir einen abschätzenden Blick zu. Den Namen in seinem Gesicht nachzuurteilen, kann er sich glücklich schätzen, überhaupt dazu in der Lage zu sein. Jeden Tag strömen mehr aus dem Hinterland nach Zrusburg. So wird es während der Wache nicht langweilig. Du siehst so aus, als ob du selbst erst angekommen bist. Wer bist du? Ein Soldat der Spätsiegelritter und stolz darauf. Ich helfe dabei, den Betrieb der Burg aufrechtzuerhalten, damit sich Kommandant Cliver auf wichtigere Dinge konzentrieren kann. Suchst du etwas oder klopfst du dir nur den Dreck vor den Stiefeln? Was ist in Burg Schmelztiegel los? Sie ist das Hauptquartier der Schmelztiegelritter. Hier lagern wir Waffen und Rüstungen. Auch viele unserer Soldaten sind hier untergebracht. Kommandant Cliver ist im hinteren Bereich und arbeitet Pläne aus. Wie immer, er kratzt sich die narbige Wange. Die Schmiede befinden sich am westlichen Ende des Gebäudes. Dort findest du unseren Schmiedemeister Dunstan. Es gibt auch einen Schrein für den Golem, den wir zu... Wenn du zur betenden Zunft gehörst. Erzähl mir von den Schmelztiegelrittern. Wir sind die Verteidiger von Drutzbucht. Wir sind nicht wirklich eine offizielle Ritterschaft. Verrate Kommandant Cliver aber nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Er grinst. Wir waren die erste organisierte Miliz, die sich der edirianischen Herrschaft stellte. Und heute sind wir die größte Macht in der Stadt. Unsere Soldaten werden von einer jahrelangen Kampfausbildung unterzogen und unsere Offiziere müssen ihre Seelen vor diesem Krieg hier draußen in der Dünnrotstraße lesen lassen. Was hat es mit der Dünnrotstraße auf sich? Nur eine Anforderung der Schmelztiegelritter, damit die hohen Tiere wissen, dass in der Vergangenheit deiner Seele kein Chaos vorhanden ist. Altmar verbreitet seinen Stand. Ich habe kein Problem damit, wenn sie auf die Reinheit ihrer Ränge achten. Ich wünschte nur, sie würden beim Anhören in ihrer Medien vorsichtiger sein. Was ist denn verkehrt an ihren Medien?
Er verlagert sein Gewicht und blickt auf die leeren Hallen. Das sind größtenteils Orlaner. Ich bin mir sicher, dass sie ausreichend Talent haben. Man kann ihnen aber nicht trauen. Die Feindseligkeit liegt in ihrer Natur und sie haben im Laufe der Jahre gelernt, sie zu verstecken. Er runzelt die Stirn und verschränkt die Arme. Ich sage ja nur, dass sie wenigstens von anderen überwacht werden sollten. Das ist doch nur vernünftig, oder? Du irrst dich, klingt ziemlich fair, sowas kannst du doch nicht sagen. Wenn man sie besser behandeln würde, würdest du dir keine Sorgen über ihre Feindseligkeit machen müssen. Ein recht extremer Standpunkt, wie ich meine. Nehmen wir mal die 4. Altmar zuckt mit den Schultern. Ich sag nur die Wahrheit. Heutzutage scheint es kein schlimmeres Verbrechen zu geben. Das ist alles. Okay. Gut. Also, wir sind in der Burg. Übungsraum, Archiv, Schmiede, Kaserne und Krisenraum. Ah ja, und der Abaddon-Schrein. Das ist der Golem. Also der Gott, den man auch den Golem nennt. Wir müssen uns um Erbhügel kümmern. Ah ja, Erbhügel, das war auch noch so eine Geschichte. Der Blick der Justizianen landet kurz auf, ehe sie zu den Novizen zurückkehrt, die sich auf dem Trainingsgelände versammelt haben. Wenn es hier um Patrouillen geht, meine Novizen sind bereits an ihre Grenzen ausgelastet. Ich habe angesichts des Flüchtlingsstroms und des Chaos in Erbhügel einfach keine Einheit, die hier übrigen kann. Nach einer Pause schaut sie wieder zu dir. Entschuldige, braucht ihr noch etwas? Was machst du hier? Ich bin für die Novizen der Burg verantwortlich. Ich leite ihre Ausbildung und Patrouillen. Sie nickt zur Gruppe, die im Ausbildungsraum versammelt ist. Es sind gute Soldaten und sie haben sich neue Herausforderungen schnell angepasst. Wenn sonst nichts weiter ist, muss ich mich meinen Aufgaben widmen. Ist etwas in Erbhügel nicht in Ordnung? Sie senkt ihre Stimme. Die Frage sollte eher lauten, ob überhaupt etwas in Ordnung ist. Ein ganzer Bezirk wandelnder, fleischfressender Leichen. Wir haben das Gebiet vor 2 Monaten abgeriegelt, kurz nachdem ich dort einen meiner besten Kommandanten verloren hatte. Und trotzdem ist jetzt schon die 2. Wacheinheit verschwunden. In der Burg kursieren bereits Gerüchte über den Ort, ohne dass meine Soldaten über dieses Verschwinden tuscheln müssten. Sie schütteln den Kopf. Ich hätte den Bezirk schon aufgegeben, doch wenn diese Monster einen Weg nach draußen finden. Erzähl mir von Erbhügel. War mal einer der angesehensten Bezirke in Trutzbruch. Doch vor einigen Monaten sind alle Einwohner verrückt geworden, haben angefangen, sich gegenseitig aufzufressen. Und da ist andere, was das Pech hatte, sich im Bezirk aufzuhalten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Jeder Movize, der jetzt dort Wache hält, jedenfalls jeder, der zurückkommt, spricht von Grabgestank und dem Stöhnen unbeschreiblicher Grauen. Sie hebt einen platten, gepanzerten Finger. Das Warum und das Wie sind die Frage für die Beseeler. Ich habe den Bezirk in der Hoffnung abgeriegelt, dass was immer dort passiert ist, nicht herauskommt. Es scheint zu funktionieren, vorerst zumindest. Du hast vorhin gesagt, dass etwas in Erbhügel nicht in Ordnung sei. Ja, das ist gerade nochmal derselbe Text. Ich könnte mich darum kümmern. Sie macht einen Schritt zurück und betrachtet dich. Willst du nach allem, was ich dir gerade erzählt habe, noch immer nach Erbhügel gehen? Ich habe dort ausgebildete Soldaten verloren. Warum sollte ich jemanden reinlassen? Wenn Menschen verschwinden, muss jemand herausfinden, was mit ihnen passiert. Du hast nichts zu verlieren. Deine ausgebildeten Ritter sind nichts gegen mich. Es sieht einfach so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Was ist schlimm daran, es mich probieren zu lassen? Ja, wenn Menschen verschwunden sind. Wenn du so erpicht darauf bist, in deinen Tod zu sein, werde ich dich nicht aufhalten. Sie betrachtet ruhig die Novizen. Wenn du irgendwie in der Lage bist, dem ein Ende zu setzen, du hast meine Erlaubnis, Erbhügel zu betreten. Ich werde die Wachen am Tor benachrichtigen. Gut, vermisste Wachen. Vila, eine Justiziarin der schmelzigen Ritter, hat einige ihrer Novizen verloren, die außerhalb von Erbhügel Wache standen und unter mysteriösen Umständen verschwunden sind. Das Tor nach Erbhügel ist versiegelt. Vila erzählte mir jedoch, dass mich die Wachen erwarten würden. So, das hier ist der Schrein.
Der Altar ist leer. Dies ist das Symbol von Abiton, ein kolossaler Schmiedehammer. Über einem kreisrunden Zahnrad ist es glatt und glänzt vor schmierigem Öl. Es sind eigentlich zwei Hämmer.